Also Brand ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, denn in brennenden Gebäude, wo wir uns ja befinden könnten, wollen wir natürlich alle wieder gesichert ins Freie kommen. Deshalb muss es Rahmenbedingungen geben, wie wir unserer Bevölkerung diese Hilfe zuteilwerden lassen können, dass sie schneller einfach ins Freie gehen können. Also im Haushalt würde ich dringend empfehlen, als allererstes einen Wasserlöscher, um Brände gleich im Entstehen bekämpfen zu können. Vielleicht auch eine Feuerlöschdecke, aber zumindest mal in unmittelbarer Reichweite, wenn man kocht, einen Deckel zu haben, den man einfach auf brennende Kochtöpfe legen könnte. Da gehen nämlich die Feuer relativ einfach aus. Also Sie müssen sich einmal vorstellen, Sie schlafen tief. Durch irgendetwas in Ihrer Wohnung wird ein Brand ausgelöst. Sie haben Rauchgase, also Kohlenmonoxid, giftige Gase, und schlafen praktisch ein und atmen diese giftigen Gase ein und sterben dann gar nicht am Feuer, sondern dann an der Intoxikation dieser giftigen Gase. Und wenn Sie dort einen ganz kleinen Rauchmelder haben, für ganz wenig Geld, der springt an, der alarmiert Sie wie ein gnadenloser Wecker, der morgens auch um 6 Uhr oftmals klingelt. Und dann sind Sie im Prinzip wach und können ins Freie gehen. Ein unschätzbarer Vorteil. Die Feuerwehr sieht solche zusätzlichen Räume in einer Tiefgarage sehr, sehr kritisch. Es ist im Prinzip auch der Hort, wo es in der Regel dann zum Auslösen von Bränden kommt. Deshalb würden wir dringend empfehlen, diese Brandlast nicht in der Tiefgarage zu deponieren, sondern an einer anderen Stelle. Dort, wo eben keine brennbaren Stoffe sind, da kann das auch nicht zum Brennen kommen. Das ist ein relativ einfaches Prinzip.